Ich dachte, da liegt was. Schon wieder hier Mikrochips gefangen. Welche Möglichkeiten haben wir hier? Gar keine, okay. Es sieht irgendwie alles für mich total etwas verstörend aus hier drin. Ich würde niemals trauen, darauf rumzukrabbeln. Ich direkt denke, ich kriege eine gewischt oder so. Gut, hat er gerade schon mal so ein bisschen die Wände links und rechts, ob da irgendwas steht, hängt, was ich drücken oder ziehen kann. Wieder relativ dunkel hier. So, aber kein Hebel, kein Schalter, kein gar nichts. Soweit ich es jetzt zumindest sehen konnte. Ah, ha, 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 ha. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ich glaube, ihr wisst auch, wo das ist. Das wollen wir mal einmal testen. Ne, es geht leider nicht. Ich habe gedacht, vielleicht kann man sich, wenn man sprintet und springt, dann macht man mal diese lustige Rolle. Ich dachte, dass man sich damit vielleicht in ja, solche Kriechebenen quasi reinballern lassen kann. Was echt ziemlich geil gewesen wäre. Okay, stopp. So, wo ist der Durchgang? Wo ist der Reinhard? Da ist er doch. Die alte Drecksau. So, muss der auf dem Weg noch das Medipack ab. Und dann wird das auch eine runde Sache. Ja, richtig geile Typen sind, dann brauchen wir gleich auch kein Medipack. Dann rennen wir gleich einfach dem Spacken vorbei. Aber das wird, glaube ich, nicht funktionieren. So, ich weiß ja nicht, vielleicht haben wir auch gerade einen Insassen befreit, ne, damit. Aber ich glaube nicht, dass hier unten noch der Gefängnistrakt ist. Glaube ich einfach nicht. Achso, krabbeln. Krabbelage. Es ist aber auch so dunkel, ne. Jetzt hat er mich gesehen. Ich hätte mich vielleicht auch an den vorbeistelzen können, aber... Hey, hey, du bist draußen, Jung. Was ist dein Problem? So, hier ist, glaube ich, jetzt erstmal der Schalter. Ah, ich brauche hier einen Stecker. Ha. Scheiße. No. Die will sie nicht haben. Unglaublich. Okay, da geht's nach oben. Ich brauche auf jeden Fall eine Fackel. Nein, nein, war schon okay. Wo bin ich denn hier gelandet, sag mal? Okay. Also, ja, von mir aus. Hat für mich jetzt keinen Sinn gemacht, aber ist ja nicht schlimm. Muss es ja auch nicht. So, es gab noch einen zweiten Weg, wo man klettern konnte. Und zwar... Da nicht, nein. Hier. Auf dem Dachboden liegen meine Waffen. Ne? Natürlich den Typen und der hat den Stecker, den ich brauche. So ein bisschen mein Wunschdenken, zugegebenermaßen, aber... wo bin ich jetzt schon wieder? Muss das denn hier immer alles schon dunkel sein? Kann hier nicht mehr jemand das Licht anmachen? Waren hier in den 90ern, da war noch nicht so mit Sparen und so. Ich weiß nicht, wo ich da runterfalle. Das ist das Problem, was ich habe. Ganz einfach. Okay. Vorsichtig. Ja, wo soll ich denn sonst landen, ich Idiot? Kann man hier hochklettern? Nee. Hm.
Hier kann man klettern. Schön. Ich will echt nur meine Waffen haben, ohne Scheiß. Oder jemandes Waffe. Irgendwas, womit ich mich wehren kann. Oh Gott, okay. Hast gewonnen. Miam, 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 miam. Ach Gott. Ich will ja mal so eine scheiß Karte haben. Mann! Alter, ich... Gott, diese Steuerung von dieser fetten Drecks-Sau. Ich, das ist unglaublich. Das macht mich fertig. Piu. So ein bisschen schneller vielleicht, Lara. Ist okay. Danke. Ah. Was habe ich jetzt hier gefunden? Was ist das? Was ist das? Bitte lass es alle meine Sachen sein. Ja, nimm mit. Komm. Das ist immer nichts zum Hauen. Naja, immerhin der Stecker. Alter, die können doch nicht von mir verlangen, dass ich jetzt hier ohne Ende Medipacks fresse. Du kannst auch... Boah, die braucht so lange. Mann, ey, ich krieg zu viel. Das macht mich total aggressiv, ohne Scheiß. So, wo kam ich her? Wo kam ich her? Ich weiß nicht mehr, wo ich herkam. Natürlich jetzt auch noch echt mega scheiße ist. Pff, das ist so lächerlich, ohne Scheiß. Boah, ich mach das gerade voll aggressiv, ohne Scheiß. Ich kann nie mehr. Ich weiß nicht mehr, wo ich herkam. Ist das nicht geil? Ich weiß nicht mehr, was kam ich von oben, kam ich von der Seite? Da habe ich gerade was gesehen, glaube ich. Ja, da, hier, das ist der Gang. Da kam ich her. Alter, wie aggressiv machen kann sowas denn bitte schön sein? Oh, das war ganz gut eigentlich, ne? Jetzt habe ich einen Stecker bekommen. Schön. Hauptsache, ich lande jetzt erstmal nicht da, wo ich nicht landen möchte. So, aber jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich habe die Tür wieder zugemacht, ne? Richtig? Richtig. Das heißt, ich muss, glaube ich, wieder hoch, die erstmal wieder aufmachen. Ich habe die ja wieder zugemacht, weil ich nämlich... Genau. Nicht gestört werden wollte. Ah, den hier. Ah, hopp. Hallo? Ali, hopp. Oh. Brrr, 2 Medipacks für den Arsch. Echt ohne Scheiß. Da kriege ich echt zu viel, wenn die so immobil ist, ey. Als wenn das echt so eine fette Scheiß-Dreckstonne wäre. Boah, wenn ich schon denke, bin ich schon wieder total wuschig, ey. Boah. Also, ja, ich muss ja vorsichtig sein. Sonst schiff ich mir die Knie auf, Hose war teuer. Oh, nee. Wenn ich schon davon rede, kriege ich Puls, ey. Okay. So, ich glaube, das war der richtige Weg, den ich zum Türen öffnen bewegen kann. Blöd ist jetzt halt, ich habe echt viele Medipacks weggeballert, ne? Ich hoffe, ich finde alle meine Sachen wieder. Alle. Aber es würde keinen Sinn machen, wenn ihr sagt, geht zuerst nach Nevada, ne? Ihr habt zwar nicht gesagt, warum, aber vor dem Hintergrund denke ich mir, ansonsten verlierst du nämlich all deine Waffen. So. Genau, jetzt ist das Ding nämlich wieder offen. Jetzt gehen wir wieder zurück ins Wasser. Badabadab. Und dann können wir den gelben Sicherheitsschalter Stecker nämlich verwenden. Und dann hoffe ich mal ganz, 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 ganz stark, dass der rote unten aus ist. Und dann denke ich mir wiederum, okay, wenn du dann stirbst, ja. Klar, der Speicherkristall war zwar in der Nähe, aber nicht unbedingt in unmittelbarer Nähe. Das, bis man den halt wieder einsammeln könnte, sollte, dürfte. Nein, 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 nein. Stopp, so. Ich bin wieder. Ich finde den Durchgang schon wieder nicht. Da ist er doch.
Komm. Ich meine, ist ja schon, es macht echt Bock, ne? Ich fluch bei jedem Tomb Raider Teil, glaube ich, ziemlich genau in der Form auch. Aber das hier, wie gesagt, ich glaube, ihr habt auch gesagt, das ist auf jeden Fall der schwierigste. Aufstehen, 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 aufeinander zugehen. Ich hasse es, ich hasse dich, du dumme, fette Dreckskuh wieder, ey. Ist jetzt drin, ist er nicht drin. Ich mag das, sie als fett zu bezeichnen und so richtig abwertend zu behandeln. Ja, nämlich Sexist. Es liegt aber nicht daran, dass sie eine Frau ist. Es liegt einfach daran, dass sie so ist, wie sie ist. Ach, komm, mach ihn den Scheiß. Und der Rote ist aus. Habe ich recht? Ja, Gott sei Dank. Ich war die Schwere kaputt. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Oh Gott. Achso, das können wir jetzt eigentlich auch hier rüber machen. Jetzt sollten wir eigentlich ganz gediegen auch uns auch fallen lassen können. Nur kurz gucken, ist da irgendwas, was uns im Weg stehen könnte, dass wir dann sterben? Ja, in der Tat. Ich mach mal einfach den hier. Girolimo! Flusch! So, komm, runter da. Oh Gott, tut das gut. Ich will meine Waffen haben, ohne Scheiß. Sonst drehe ich bald am Kabel. Bin schon viel zu lange ohne unterwegs. Fackeln, fackeln, fackeln. Die nehmen wir natürlich mit, so klar. Dankeschön. Schiffsschraube, ich bin tot. Ich brauche Luft. Luft, 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 Luft. Ja. So, erstmal Luft holen. Was? Was hab ich denn... was? Hä? Kann mir das irgendjemand erklären, was da gerade passiert ist? Ich verstehe es nicht. Was hat mich denn da jetzt getötet? Also ich hatte auf jeden Fall Luft genug. Ja, aber. Mhm. Muss ich nicht verstehen, oder? Tue ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Beim besten Willen. Ja, gut. Ich habe jetzt aber keine Lust, nochmal hier hinzuspielen. Ich meine, ich habe jetzt heute zwar wieder dann ungefähr auch gar nichts geschafft, ne? Außer, dass ich herausgefunden habe, wie man diese scheiß Satellitenschüssel runter... Oder beziehungsweise, ja, befreit, wie man da reinkommt. Mit dem Sprung. Und ich weiß jetzt, wie man den gelben Stecker erreicht. Wie man dann die Schiffsschraube abschaltet. Aber was mich jetzt hier oben getötet hat, keine Ahnung, ob die Luft hier giftig ist, verstehe ich nicht, wirklich nicht. Aber es wird seinen Grund gehabt haben, das werden wir beim nächsten Mal auch erfahren. Aber ich habe jetzt heute keinen Bock mehr, ne. Ja, das ist ätzend. Mich fuckt das ab, dass es das echt so schleppend vorangeht. Ohne Scheiß, ne. Ich hab zwar gedacht, ja, ist mir dann ja eigentlich egal. Ist es mir eigentlich auch, ne? Aber es ist halt einfach auch keine Besserung zu sehen, ne? Wie gesagt, was habe ich gestern geschafft? Also, okay, gestern ging das eigentlich. Ich habe das Level hier angefangen, hat auch echt Bock gemacht. Aber die jetzige Aufnahme war die, glaube ich, die vorletzte war. Ich habe jetzt eine Stunde lang aufgenommen, Stunde 5, und wir haben wirklich faktisch nichts geschafft, außer Erfahrung. Außer Erfahrung sammeln, ja. Das, wo ich den Speicherpunkt gesetzt habe, haben wir gestern bei der Aufnahme auch schon gesehen. Nur das war halt das erste Mal, als ich den Sprung verkackt habe. Ja, ist halt so, ne? Ich finde es einfach scheiße, dass man hier nicht an Ort und Stelle speichern kann. Das regt mich gerade innerlich. Ich brodele gerade, ne? Und ich breche gleich aus wie so ein Vulkan. Und ich bin froh, wenn der dritte Scheißteil vorbei ist. Und wir haben noch so gottverdammt viel vor uns, ne? Das heißt, es wird noch seine paar Monate dauern, da bin ich mir sicher. Egal. Ich zieh's durch bis zum bitteren Ende. Werde das Spiel wahrscheinlich danach verbrennen und essen und wieder verbrennen und dann wahrscheinlich... verdauen, ne, und dann ich weiß, was ich dann daraus mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht nochmal irgendwie in Säure wegätzen oder sowas. Aber es ist unglaublich. Ich hätte mich,
Ich hätte mich einfach für die PC-Version entscheiden sollen, weil so ist das echt mega frustrierend. Ich habe jetzt wieder nicht genug Parts, ne, weil ich könnte weiter aufnehmen. Ich habe aber echt keinen Bock, den Scheiß nochmal zu machen. Also ich habe wirklich keine Lust, und das sage ich echt selten. Und warum? Weil die Speichermöglichkeit oder die Speichermodalitäten im Spiel echt scheiße sind. Zumindest bei PlayStation 1. Aber egal. Ich zieh's durch. Bis nächste Woche Freitag habe ich auf jeden Fall wieder Bock. Es kann aber wieder sein, dass ihr jetzt morgen keine Parts seht, ne? Oder vielleicht nur einen Part. Ich weiß es nicht. Es kommt immer ganz drauf an, wie ich halt jetzt zum Aufnehmen unter der Woche komme. Mal kurz überlegen, was habe ich denn gestern? Gestern waren 5 Parts, glaube ich, ne? Heute sind es dann nochmal 4. Heißt Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch müssten wir dann heute haben oder Donnerstag, weiß ich nicht. Ihr seht ja, ist das jetzt der Part, den ihr jetzt seht, vielleicht der letzte, den ihr heute seht? Ne, dann gibt es dann morgen wahrscheinlich auch keine, sondern ist wieder am Samstag. Aber ey, das Spiel hindert mich einfach daran, gut aufnehmen zu können. So leid es mir tut. Ne? Und meine Doofheit natürlich auch. Aber was hat mich da jetzt getötet, um den Kreis da nochmal zu schließen? Ich weiß es nicht. Gut, ja, ich hoffe trotzdem, dass es irgendwie gefallen hat. Ja, ich würde sagen, ich würde gerne sagen, ich hätte meinen Spaß, aber ist halt nicht so. Wenn ich nichts schaffe, dann ist das Zeitverschwendung, Lebenszeitverschwendung. Das ist einfach so. Und mir macht es auch wieder Bock, wenn das weitergeht, ne? Gestern die Aufnahme war geil, hat Bock gemacht, ein Level zu kennenzulernen, aber sowas wie jetzt, ich brauche euch jetzt gar nicht weiter voll zu labern, deswegen euch nur einen schönen Tag, schönen Abend, schön was auch immer und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ob jetzt gleich noch ein Part kommt, wenn das der erste Part ist, oder morgen Parts kommt, weiß ich nicht. Spätestens am Samstag, dem 27. müsste das dann, glaube ich, sein, geht es dann auf jeden Fall weiter. Gut, also, ne? Dann bis dahin und tschüss.